Was die Bundesregierung jetzt tut, ist meines Erachtens eine Notwendigkeit, von dem Kurs wegzugehen, den man vorher hatte, den man durchaus auf Diplomatie gesetzt hat. Und auch, dass wir eine neue Friedensbewegung brauchen, eine Art Fridays for Frieden. Also wirtschaftliche Verflechtung kann, weil sie dann auch Auswirkungen hat auf das, was menschlich und politisch passiert, ein großer Faktor sein, um Frieden zu schaffen. Wirtschaftliche Verflechtung kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben. Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitstiftung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. Wie jedes Mal diskutieren erfahrene Wissenschaftler mit einer jungen Nachwuchswissenschaftlerin, die aus der Perspektive der Jugend ihre Fragen stellen wird. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über die großen Herausforderungen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Digitalisierung, Pandemien und natürlich Frieden und Sicherheit. Ich bin Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die auch für VDW steht, nämlich für Verantwortung der Wissenschaft. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Zerstörungen, Bedrohungen und Flüchtlingsströme haben das Thema Frieden und Sicherheit in Europa bei uns allen plötzlich in den Fokus gerückt. Daher freue ich mich sehr, dass zwei ausgewiesene wissenschaftliche Experten, die alle beide in der Studiengruppe Europäische Sicherheit der VDW aktiv sind, uns heute an ihrem Wissen teilhaben lassen. Professor Götz Neunig und Professor Michael Broska. Und die Fragen stellt die Nachwuchswissenschaftlerin Rita Mirosch. Professor Michael Broska ist Politikwissenschaftler und Ökonom. 10 Jahre bis 2016 war er der wissenschaftliche Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und ist dort jetzt Senior Fellow. Er hat in Deutschland und Schweden geforscht und in seinem aktuellen Forschungsprojekt untersucht er den Zusammenhang zwischen Extremwetterereignissen und Gewaltkonflikten. Und er engagiert sich mit seinem Steckenpferd europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Dann zu Professor Götz Neunig. Er ist Physiker und Friedensforscher. Von 2009 bis 2019 war er stellvertretender Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Er ist Experte für Abrüstung und Rüstungskontrolle, Rüstungs- und Weltraumtechnologien. Darüber hinaus ist er Mitglied des Vorstandsrats der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und seit vielen Jahren der PACWOSCH-Beauftragte der VDW. Und als junge Fragenstellerin mit dabei ist Rita Mirosch. Sie ist mit 10 Jahren, 2004, mit ihrer Familie aus der Ukraine nach Deutschland ausgewandert, nach Wuppertal. An der Uni Köln studierte sie dann Sozialwissenschaften und macht gerade ihren Master in Public Interest Design in Wuppertal. Und sie ist ganz aktiv in der jungen VDW. Ihre Interessen sind Wissenschaftstheorie, Gewerkschaften und in der Freizeit arbeitet sie als Illustratorin. Meine erste Frage, was ist eigentlich Friedens- und Konfliktforschung? Götz. Ja, vielen Dank für diese zentrale Frage. Gott sei Dank muss ich die gar nicht direkt beantworten, denn der Wissenschaftsrat, das höchste Gremium bei Wissenschaftsevaluation, hat darauf schon eine Antwort gegeben und hat festgelegt, dass eben die Friedens- und Konfliktforschung ein interdisziplinäres Forschungsfeld ist, das sich insbesondere mit den Ursachen, Formen, Dynamiken und Folgen von Konflikten und Gewalt, mit deren Prävention, Einhegung oder Beilegung sowie mit der dauerhaften Stabilisierung von Frieden beschäftigt. Das ist nun eine sehr umfangreiche Definition, bei der man in jedem dieser Kategorien in die Tiefe gehen kann und muss. Und das ist das, was die Friedens- und Konfliktforschung
auch tut. Sie ist ja mal gegründet worden in Skandinavien in den 70er Jahren, natürlich stark unter dem Eindruck der nuklearen Bedrohung und hat sich seitdem weiterentwickelt. Interdisziplinär bedeutet, dass verschiedene Disziplinen, soweit sie etwas zu sagen haben zu Konfliktursachen, Folgen, Dynamiken dabei sind. Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften spielen dann natürlich eine Rolle, wenn es um solche Dinge wie B-Waffen oder Nuklearwaffen geht. Rüstungsindustrie ist ein wichtiger Aspekt. Michael Broska ist ja auch Ökonom und man muss natürlich auch die ökonomischen Folgen bedenken. So gesehen ist es eine multidisziplinäre Wissenschaft, wenn man so will, die eben natürlich immer ringt mit Forschungen, die durch ihre eigene Disziplin und die eigene Methodik vorgegeben ist und der Realität, die eben doch stark von Krieg, Gewalt, Konflikten durchsetzt ist. Konflikte sind eigentlich was Normales, aber wenn sie eben eine Dimension erreichen, in denen ganze Gesellschaften bedroht werden, einzelne Gruppen in Gesellschaften und möglicherweise die ganze Menschheit, dann landet man in der Tat wieder bei den großen Herausforderungen. Und ich will schließen mit einem Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker, der mal gesagt hat, die Institution des Krieges ist seit Jahrtausenden nicht überwunden. Wir finden schon die ersten Beispiele in der Archäologie aus der Steinzeit, in dem man sich den Kopf eingeschlagen hat, weil man Konflikte nicht lösen konnte, nur mit Gewalt. Und Weizsäcker hat dann weiter gesagt, aber seit der Erfindung moderner Waffen wird dies eine unabdingbare Forderung. Das heißt, die Potenziale, die es heute gibt, um sich gegenseitig auszulöschen, sind so gewaltig, dass es klug ist, in Prävention, Kriegsverhinderung, Gewalt, Vorsorge, Konfliktlösungen zu investieren. Herr Broska? Ich würde gerne noch zwei Aspekte zu dem hinzufügen, was Götz Neuneck zu Recht ausgeführt hat. Der eine Aspekt ist, er hat auf die Geschichte der Friedens- und Konfliktforschung verwiesen. Sie ist entstanden als Wissenschaft, die kritisch gegenüber dem jeweils vor allen Dingen Ost, aber auch West vorherrschenden Sicherheitsparadigma entwickelt worden ist. Das heißt, man hat in der Friedens- und Konfliktforschung von Anfang an eben eine Orientierung gesucht auf Frieden, und zwar eben, wie Götz auch schon ausführte, auf der Grundlage dessen, dass Krieg nicht ewig ist, sondern dass es möglich ist, Frieden zwischen Staaten, innerhalb von Staaten zu schaffen. Das unterscheidet die Friedens- und Konfliktforschung von anderen Forschungsfeldern, die sich auch zum Teil mit ähnlichen Themen, wie zum Beispiel Konflikten, beschäftigen. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, diese kritische Orientierung, wenn man will, der Friedens- und Konfliktforschung, die immer wieder fragt, ist denn das, was wir machen? Und aktuell, wenn wir über den Ukraine-Konflikt sprechen, ist natürlich sehr stark eine Stimmung da, dass man sagt, wir müssen aufrüsten, wir müssen unsere militärische Stärke befördern. Ist das der richtige Weg? Das kritisch zu hinterfragen, ist eine zentrale Aufgabe der Friedens- und Konfliktforschung. Das Zweite ist, Friedens- und Konfliktforschung ist Wissenschaft, versucht immer wieder mit wissenschaftlichen Methoden zu arbeiten auf der genannten Wertegrundlage, normativen Grundlage des Friedens. Aber sie ist auch eine Wissenschaft, die versucht, politisch, gesellschaftlich relevant zu sein. Das heißt, es ist nicht eine Grundlagenforschung, wo auch Grundlagenforschung für die Friedensforschung betrieben werden kann und muss, sondern es ist immer auch eine Forschung, die versucht, Vorschläge zu erarbeiten, die vielleicht nicht immer bei den Regierungen der Welt, aber die doch vielleicht für die Gesellschaften in der Welt relevant sind und insofern dann auch einen Beitrag leisten können für das, was im gesellschaftlichen und politischen Prozess in Richtung auf Schaffung von Frieden passieren kann. Vielen Dank. Ich habe da gleich schon weitere Fragen an Sie. Und zwar würde mich interessieren, was denn die Begründungen für Kriegsursachen es gibt in der Friedens- und Konfliktforschung. Denn in der Medienlandschaft scheint das ganz einfach zu sein. Es gibt verrückte Politiker. Und da würde mich interessieren, genau, was die Friedens- und Konfliktforschung dazu sagt. Und vor allem, wer von den Kriegen profitiert? Also natürlich gibt es auch Verrückte in der Weltpolitik. Menschen, die wirklich völlig von der Realität sich losgelöst haben und in einer eigenen Welt leben.
Allerdings ist das, glaube ich, eher die große Ausnahme. Meistens entstehen bewaffnete Konflikte und Kriege in der klassischen Definition der Juristen sind eben bewaffnete Konflikte über Konflikte. Das heißt, es gibt Konflikte und es gibt verschiedene Arten von Konflikten. Es gibt Konflikte über Werte, also wie Gesellschaft organisiert sein soll, wie auch vielleicht die ganze Welt organisiert sein soll. Diese Wertkonflikte beruhen häufig auf religiösen, kulturellen, historischen Überlegungen, haben lange Traditionen, werden manchmal auch völlig neu geschaffen. Diese Wertkonflikte sind die, die am schwersten zu lösen sind. Weil man kann zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, die Frage, ob jetzt die Welt aus Demokratien bestehen soll oder ob es besser ist, wenn die Welt aus Autokratien besteht, also aus Regierungen, die eben das Volk nicht befragen, wo das Volk nicht zu sprechen hat, das kann man schlecht lösen. Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien, wie Gesellschaften organisiert sein sollen. Solche Konflikte sind besonders schwer zu lösen. Es gibt aber auch Konflikte über Interessen. Interessen in dem Sinne, dass man sagt zum Beispiel, wer soll ein bestimmtes Territorium kontrollieren? Das ist auch ein gewichtiger Konflikt. Und wir sehen das aktuell ja im Fall der Ukraine, dass das wirklich zu massiven bewaffneten Auseinandersetzungen führen kann. Aber das kann man möglicherweise ausgleichen. Da kann man möglicherweise auch einen Kompromiss finden, der nicht für alle Seiten optimal ist, aber zumindest dann die Bereitschaft zu einem Ende von bewaffneten Auseinandersetzungen beinhaltet. Und dann gibt es noch andere Konflikte, die jetzt eher über Mittel oder sowas gehen, wie man bestimmte Ziele erreichen soll. Das heißt, die Welt ist voller Konflikte. Und das Grundproblem jetzt ist nicht, dass es diese Konflikte gibt, selbst Wertkonflikte, mit denen muss man und kann man leben. Wir haben das immer wieder erlebt. Es ist auch historisch häufig so gewesen, dass unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen nebeneinander bestanden haben, auch wenn es dann immer wieder möglicherweise zu Auseinandersetzungen kommen kann. Aber das Entscheidende ist, dass diese Konflikte nicht mit bewaffneten Mitteln ausgetragen werden. Das zweite Element der Definition von Kriegen. Dass man sagt, okay, wir haben Konflikte und die Welt ist voller Konflikte, aber wir sind bereit, über diese Konflikte zu diskutieren, Ausgleich zu finden, manchmal auch Kompromisse hinzunehmen, die uns nicht besonders lieb sind, aber die wir eben als wichtiger erachten, als dass wir jetzt in eine bewaffnete Auseinandersetzung kommen. Das heißt, es sind beide Elemente wichtig. Das eine ist, dass man versucht, die Konflikte zu bearbeiten, wie man schön neudeutsch sagt, also zu versuchen, diese Konflikte zu überwinden. Das andere ist aber, dass man das mit friedlichen Mitteln tut, mit Mitteln tut, die eben nicht mit Waffen zu tun haben, sondern mit Dialog, mit Zusammenarbeit und mit dem Versuch des Ausgleichs der Interessen. Vielleicht kann man hier ergänzen, dass diese Kategorien, Treiber für Kriege sich natürlich vermischen. Das heißt, man wird natürlich keinen Konflikt wagen, wenn man nicht die Mittel dazu hat. Die Mittel sind im bewaffneten Kampf meistens die Armeen, die über bestimmte Waffensysteme verfügen und die dann den Befehlen der Oberbefehlshaber folgen und dann ihr tödliches Handwerk vollziehen. Dahinter stehen dann aber, im Fall der Ukraine ist ja das von Putin genannte Ziel, die Demilitarisierung, man könnte auch sagen Abrüstung. Oder die Denazifizierung, man könnte auch sagen, das Vertreiben der Leute, die anders denken. Aber das sind dann öffentlich kommunizierte Ziele. Wie die wirklichen Beweggründe sind, in einen Krieg zu gehen, ist nochmal sehr die Frage. Wir könnten jetzt lange Diskussionen führen über die US-Kriege im Afghanistan nach 9/11. Gegen den Irak, als es um Massenvernichtungswaffen ging, vordergründig. Es gibt aber auch immer im Hintergrund die Suche nach Stabilität, aber unter den Bedingungen derjenigen, die diese Konflikte unternehmen. Und dementsprechend haben wir es auch immer zu tun mit einer Mischung, was die wirkliche Bestimmung, warum Staaten oder auch Nichtstaaten zu Kriegen neigen, schwer zu
herauszufinden sind, zumal Kriege heute nicht mehr erklärt werden in dem klassischen Sinne, so wie das im Konzert der Mächte im 19. Jahrhundert der Fall war, indem man sich gegenseitig dann Kriege erklärt hat und dann professionelle Armeen hatte, professionelle in Anführungsstrichen, die dann in andere Länder einmarschiert sind. Das macht die Situation schwierig und wir sehen auch, dass Kriege eigentlich auch schon vor dem ersten Schuss beginnen. Allein durch die Waffentechnologie, die Vorbereitungen, die Rüstungsbudgets, die Doktrinpläne, das Üben von bestimmten Szenarien, die Kriegslogik also, die jetzt auch im Augenblick herrscht, macht es dann auch schwer, noch vernünftig manchmal Gedanken zu fassen und aus den Ereignissen dann herauszukommen. Also all diese Dinge werden von der Friedens- und Konfliktforschung studiert. Und da gibt es ja auch historische Beispiele, da gibt es empirische Beispiele. Und vielleicht ist das Problem, dass wir vergessen haben, dass es Kriege gibt, auch ausgeprägt. Solange das nicht vor der eigenen Haustür passiert, wer interessiert sich tatsächlich für den Krieg im Jemen? Wer hat sich wirklich für den Krieg in Afghanistan interessiert? Und was haben wir gelernt durch die Intervention der Amerikaner in dem einen oder anderen Fall? Das ist etwas, was genau studiert werden muss. Und dazu ist im Grunde genommen auch die Friedens- und Konfliktforschung da, um dann diese Erkenntnisse dann auch öffentlich zu diskutieren, zu informieren. Und ich glaube, das ist ein Defizit. Denn oft haben wir gelernt, dass wir nur gefragt werden, wenn geschossen wird. Und nicht, wenn es in den Zwischenfriedenszeiten, das ist ein großes Dilemma, mit dem wir alle zu tun haben und indem man hofft, durch Publikationen, zum Beispiel des Friedensgutachtens, durch jährliche Analysen von Konfliktkonstellationen, die Situation besser zu verstehen und eben eigentlich zu arbeiten für Konfliktprävention. Eigentlich geht es um Kriegsverhütung und es geht darum, Kriege erst nicht dazu kommen zu lassen, dass Schüsse fallen und Länder erobert werden oder auch Menschen umgebracht werden. Ich kann vielleicht noch was sagen zu Ihrer zweiten Frage. Wer profitiert von Kriegen? Die erste Feststellung, glaube ich, muss immer sein, Krieg ist insgesamt ein Verlustgeschäft. Für alle Beteiligten zusammengerechnet bedeutet Krieg immer Verlust, weil es werden Dinge zerstört, Menschen getötet, Vertrauen geht verloren. Gesellschaften werden erschüttert in ihren Grundfesten. Also insofern ist Krieg zunächst erstmal immer ein Verlustgeschäft. Das ist auch interessanterweise ein Argument, das dazu führt, dass die allermeisten Ökonomen, und Götz hat zu Anfang darauf hingewiesen, dass ich ja auch Ökonomie studiert habe, gegen Kriege sind und zu den größeren Kriegsgegnern gehören. Aber es gibt natürlich jetzt als zweites, muss man sagen, immer auch Personen, Institutionen, die von Kriegen profitieren. Und da ist natürlich erstmal immer, was allen einfällt, sozusagen die Rüstungsindustrie, die jetzt dann, aktuelles Beispiel, natürlich aufgrund der Beschlüsse jetzt der Bundesregierung davon ausgehen kann, dass ihre Geschäfte in Zukunft sehr viel besser laufen und insofern Kriegsgewinner sind. Aber das sind nicht die einzigen. Im Grunde genommen kann man auch sagen, die Friedens- und Konfliktforschung gehört auch dazu, weil wir leben ja auch davon letztendlich, dass es Kriege und Konflikte gibt. Wenn es keine mehr gäbe, was sehr toll wäre, dann wäre unser Forschungsfeld zum Glück nicht mehr relevant. Und es gibt aber natürlich auch in Kriegen diejenigen, die ihre Interessen durchsetzen können und damit Vorteile gewinnen. Und die Hoffnung darauf ist natürlich ein wichtiger Kriegsgrund auch, dass es, Götz hat darauf schon hingewiesen, jedenfalls in vielen Konflikten durchaus vorher Überlegungen dazu gibt, was sind denn die Kosten und Nutzen, wie verteilen die sich? Wo liegen Kosten, ökonomische Kosten, auch Kosten in Form von Menschenleben, Kosten in Form von Verlust an politischem Kapital. Aber wo sind die Nutzen? Und jetzt aktuell, etwa am Beispiel Russland, sehen wir offensichtlich, meiner Meinung nach jedenfalls, ist in der Kalkulation von Putin und vielleicht von vielen anderen auch die Kostenkalkulation so gewesen, dass man gesagt hat, die Nutzen sind größer.
wir erobern die Ukraine, wir stürzen da das Regime, wir verhindern, dass die NATO die Ukraine irgendwann mal aufnimmt. Und diese Art von Kosten-Nutzen-Analyse, die ist natürlich häufig die Ursache von Kriegen. Interessanterweise gibt es Forschung dazu, dass diese Kalkulation in sehr vielen Fällen sich hinterher als Fehlkalkulation erwiesen haben. Dass dann die Kosten und die Nutzen falsch kalkuliert worden waren, beruht aber auch auf dem, was man mit Clausewitz als den Nebel des Krieges ansehen kann. Das heißt, dass diese Kriege häufig dann völlig anders verlaufen sind, als vorher man erwartet hat. Also insofern, das ist häufig so, dass es Gewinnler gibt, dass nicht nur Rüstungsindustrie, sondern auch diejenigen, die den Krieg anfangen, auch andere, von denen man es gar nicht erwartet, hinterher besser darstellen als vorher. Aber erstens sind es häufig nicht diejenigen, die die Kriege initiiert haben. Und zweitens ist das immer in dem Kontext zu sehen, dass insgesamt die Kosten und die Verluste das übersteigen, was möglicherweise dann auch an Gewinnen da ist. Wie Sie bereits sagten, will die Bundesregierung jetzt 100 Milliarden jährlich in Aufrüstung investieren. Das ist jetzt doppelt so viel wie letztes Jahr. Und dabei investiert die NATO ja schon 17-mal mehr in Aufrüstung als Russland. Wie kann noch mehr Aufrüstung für Frieden sorgen? Nein, das ist natürlich die zentrale Frage. Und wer kann die wirklich beantworten? Also ich kann sie nicht beantworten. Wir können aber zurückschauen in die Geschichte und wir können natürlich auch versuchen, uns anzustrengen, was ist eigentlich mit Aufrüstung gemeint. Wir müssen ja erstmal unterscheiden zwischen konventionellen Waffen und Nuklearwaffen, Massenvernichtungswaffen. B-Waffen, Chemiewaffen und Nuklearwaffen sind Massenvernichtungswaffen und hier gibt es schon allein eine jahrzehntelange scholastische Debatte, ob Abschreckung funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Jetzt würden viele sagen, die Abschreckung hat nicht funktioniert, sonst wäre Putin ja nicht in die Ukraine einmarschiert. Das führt dann zu der Debatte, hätte sie funktioniert, wenn die Ukraine NATO-Mitglied wäre? Und dann beginnt man wieder mit spekulativen Überlegungen. Ich glaube nicht. Wir müssen auch bei der historischen Wahrheit bleiben, so wie die Ereignisse in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren seit 2000 verlaufen sind. Vorher hat es ja eigentlich die allgemeine Stimmung gegeben, Friedensdividende, wir brauchen das Militär nur noch für wenig Einsätze, vielleicht sogar noch nicht mal für die Landesverteidigung, aber für die Intervention in anderen Staaten, um dort Demokratie und Frieden zu bringen. Das Modell ist ziemlich gescheitert. Was nicht heißt, dass es in einigen Fällen durchaus in die richtige Richtung, also mehr Zivilgesellschaft, mehr Frieden, mehr Rechtsstaatlichkeit gegangen ist. Es hat ja Waffenstillstände gegeben. Also die Antwort auf diese Frage ist in der Tat nicht so einfach. Was die Bundesregierung jetzt tut, ist meines Erachtens eine Notwendigkeit, von dem Kurs wegzugehen, den man vorher hatte, den man durchaus auf Diplomatie gesetzt hat. Im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Staaten, die rhetorisch zumindest schon diesen Konflikt eigentlich seit längerer Zeit angeheizt haben und mehr Nuklearwaffen, mehr Militär gefordert haben. Die Frage bleibt trotzdem, was wird diese Art von Aufrüstung, die jetzt beschlossen ist, wirklich anrichten? Was wird das Ergebnis sein? Ich glaube, die Bundesregierung hat kaum eine andere Möglichkeit nach den Jahren der Debatte, die Deutschen würden zu wenig tun angesichts eines akuten Vorfalls, der ja letztlich auch in den Leuten die Ängste schürt, dass auch NATO-Staaten Ziel von Angriffen Russlands werden könnten, was ich nicht glaube, aber man kann sich nicht mehr sicher sein nach der Invasion der Ukraine. Es ist eigentlich relativ verständlich, dass man jetzt wieder mehr investiert, ob diese Investitionen zur rechten Zeit kommen. Also nehmen wir mal beispielsweise F-35 statt F-18. F-35 ist wohl das modernste Kampfflugzeug der Welt, kostet unwahrscheinlich viel Geld, ist nuklearfähig. Und das ist natürlich auch ein Zeichen an Russland, dass die NATO-Staaten hier
abschreckungsbereit sind. Das ist in allen Dokumenten immer so gewesen. Putin hat das umgedreht und gesagt, die NATO bedroht uns. Das halte ich für eine Übertreibung. Aber man muss auch sehen, dass natürlich auch für Russland oder für das Regime dort eine Ausweitung der NATO, so wie sie seit 2000 betrieben wird. Vorher hat Russland eigentlich dem zugestimmt, auch das muss man der historischen Wahrheit halber sagen, dass diese Strategie auch des Westens gegenüber Russland auch schiefgegangen ist. Aber das jetzt zu diskutieren im Detail, würde sehr viel mehr Zeit brauchen. Die Frage bleibt, wird Abrüstung zu mehr Frieden führen? Wir wissen es einfach nicht. In der Ukraine ist das Ganze gescheitert, und zwar sowohl bezüglich einer gesteigerten militärischen Arrangements auch der NATO, denn schon seit 2-3 Jahren werden ja auch dort die Streitkräfte hochgefahren. Letztlich ist es eine Frage von Rationalität, Kalkül und von Abschreckung, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Aber ich würde die augenblicklichen Investitionen nicht überbewerten, denn hier geht es auch um andere Dinge. Ich glaube, das kann auch Michael Proska besser erklären als ich. Man hat auch hier Geld verschleudert. Es wird jetzt in den nächsten Jahr zu einer Neubewertung der Bedrohungslage kommen, die in der Tat von Putin geschürt worden ist und nicht von der NATO. Die Friedens- und Konfliktforschung ist durchaus kritisch gegenüber der NATO, aber in diesem Falle sind die Ereignisse ziemlich eindeutig. Und so gesehen muss man jetzt schauen, dass man tatsächlich es schafft, zu einer effizienten Abschreckung zu kommen, ohne dass man ein neues Wettrüsten in Gang setzt. Aber das wird natürlich jetzt im Augenblick etwas zurückgestellt, weil die Kriegslogik herrscht. Das muss man einfach sehen. Man muss unterscheiden zwischen Kriegslogik, zwischen Sicherheitslogik und Friedenslogik. Und die Friedens- und Konfliktforschung ist der Friedenslogik, wie vorher formuliert worden ist, sozusagen verpflichtet. Die Sicherheitslogik führt schon zu Aufrüstungen. Und jetzt herrscht aber Kriegslogik. Das heißt, hier herrscht tatsächlich die Debatte um Einsatz von Waffen, von Töten von Menschen, Schutz oder Nichtschutz von Zivilisten, Fortschreiten von Fronten und Sicherheitsinteressen, territorialen Sicherheitsinteressen. Das ist ein Rückfall ins 19. Jahrhundert, keine Frage. Also ich stimme Götz zu, dass im Moment es keine Alternative gibt zu einer Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Denn in der Tat ist die Einsatzfähigkeit in den letzten Jahren nicht sehr hoch gewesen. Das hat verschiedene Gründe. Götz hat einige schon genannt, sozusagen die Orientierung auf Auslandseinsätze, die nicht sehr erfolgreich war, die aber viele Ressourcen in eine Richtung gelenkt hat, die eben dann nicht für das eingesetzt werden konnte, was man jetzt für die Landes- und Bündnisverteidigung braucht, hat auch damit zu tun, dass man zum Teil Waffensysteme bestellt hat, die nicht funktionieren, dass die Rüstungsindustrie Dinge versprochen hat, die sie nicht halten konnte. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Das kann man nicht nur mit mehr Geld reparieren. Muss einfach davor warnen, vor der Vorstellung, dass wenn man jetzt 100 Milliarden ausgibt, dann die Bundeswehr automatisch besser einsatzfähig ist. Sondern es muss eben tatsächlich eine klare Orientierung geben, was man denn eigentlich mit der Bundeswehr will, was ihre Aufgaben sind. Da muss man sich auch zum Teil beschränken, weil auch mit 100 Milliarden kann man nicht alles machen, auch selbst wenn man noch mehr Personal hätte. Sondern man muss eben klare Prioritäten setzen. Aus meiner Sicht ist diese Priorität schon seit vielen Jahren eigentlich Landes- und Bündnisverteidigung, aber das ist, wie gesagt, nicht umgesetzt worden. Das Zweite ist, Sie haben zu Recht gesagt, insgesamt ist die NATO, was die konventionellen Streitkräfte angeht, Russland und den Verbündeten von Russland deutlich überlegen. Das sieht man an den Militärausgaben, die deutlich höher sind. Das sieht man an der Bewaffnung. Es ist ja, so traurig das jetzt klingt, aber oder zynisch das jetzt klingt, es ist ja doch erstaunlich, mit was für altem Gerät und mit schlechter Planung Russland da in diesen Ukraine-Invasionen reingegangen ist. Das zeigt aber auch, dass in Russland das nicht alles so neu und modern war, wie es manchmal im Westen dargestellt wird. Das heißt, wir brauchen eine einsatzfähigere Bundeswehr, die aber gleichzeitig das, was Götz zu Recht betont hat, nämlich die aus meiner Sicht auch unberechtigte, aber immer wieder doch politisch relevante Sorge Russlands vor der NATO nicht weiter befördert. Es hat in den
letzten Jahren des Kalten Krieges, in den 1980er Jahren, eine sehr intensive Diskussion zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Friedens- und Konfliktforschung und eher Vertretern der traditionellen Sicherheitsforschung darüber gegeben, ob man nicht die Aufstellung der damaligen Bundeswehr und der NATO-Kräfte defensiv gestalten könnte. Die Frage, wie offensiv und wie defensiv ist das, wie man Streitkräfte bewaffnet, aufstellt und so weiter. Und ich denke, diese Diskussion wird wieder relevant. Sie wird relevant, wenn man sich anguckt, was wir denn beschaffen, welche Systeme man beschafft. Panzer sind zum Beispiel klassische Angriffswaffen im Prinzip, während Panzerabwehrwaffen eher Verteidigungswaffen sind. Das kann man nicht so klar trennen, weil auch wenn man mit Panzern ein Territorium besitzt, hat man möglicherweise Panzerabwehrwaffen dabei, um die Panzer der Gegenseite abzuschießen. Aber es ist immerhin so, dass man doch schon sagen kann, ein bestimmtes, wie die Militärs sagen, Dispositiv der Streitkräfte, wie sie bewaffnet sind, wie sie sich aufstellen, wo sie stehen, wie die Logistik ist, deutet eher auf Angriff und Verteidigung hin. Das war ja auch das, was man gegenüber Russland vor der Invasion der Ukraine gesehen hat. Das waren schon eher Invasionsstreitkräfte, die da aufmarschiert waren, als jetzt Verteidigungsstreitkräfte. Das war nicht sinnvoll oder nicht glaubwürdig, dass dann von russischer Seite gesagt worden sind, die sind ja gar nicht da, um eine Invasion zu machen. Das nächste ist, es gibt innerhalb dieser generellen Überlegenheit des Westens, der NATO, Regionen und Gebiete, wo das nicht der Fall ist. Und das ist insbesondere das Baltikum und zum Teil auch in Südosteuropa. Und da macht es natürlich mehr Sinn, mehr Truppen hinzutun, mehr Bewaffnung hinzutun, als jetzt in anderen Regionen. Das heißt, wir müssen nicht einfach nur sagen, wir rüsten auf und wir stellen Truppen überall hin, sondern das muss wirklich so passieren. Und da sind natürlich dann Militärs auch gefragt, vernünftige Planungen vorzulegen, die dann wiederum Friedens- und Konfliktforscher, die sich in der Sache auskennen, kritisieren können, was denn nun genau gemacht werden soll. Also das sind wichtige Punkte. Und ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist, natürlich die Nuklearwaffen. Weil im Bereich der Nuklearwaffen sieht die Situation zum Teil etwas anders aus. Und natürlich ist immer die Frage, also wenn jetzt ein solcher Krieg in Europa wieder denkbar ist, der zunächst konventionell beginnt, was ist dann mit den Nuklearwaffen? Wie vertrauensvoll ist noch die amerikanische Nukleargarantie? Solche Fragen werden kommen. Und möglicherweise ist das, was Götz schon angedeutet hat, nämlich ein nuklearer Wettlauf, möglicherweise gar nicht in Zukunft mehr ein nuklearer Wettlauf, nur zwischen Russland und den USA, mit China, Indien, Pakistan, anderen Staaten in anderen Weltregionen, sondern einer, der, wo ganz zentral wieder die Frage der europäischen Nuklearwaffen und der Nuklearwaffen in Europa aufs Tapet kommt, mit natürlich den Gefahren, die das auch wiederum beinhaltet. Ich würde gerne ein Zitat von Peter Strzok aus dem Jahr 2004 vorlesen. Weil Deutschland aber auch von freiem Handel und freien Handelswegen lebt, muss es dazu bereit sein, diese Freiheiten auch zu verteidigen. Was würden Sie dazu sagen? Wie hängen Kriege und Wirtschaft zusammen? Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Also das ist eine Frage, die in der Forschung und nicht nur in der Friedens- und Konfliktforschung, sondern auch in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung nicht eindeutig beantwortet werden kann, sondern es gibt sozusagen Fälle, in denen wirtschaftliche Verflechtung dazu beigetragen hat, Konflikte nicht zu minimieren, aber doch immerhin Konflikte einzuhegen und damit dann auch dazu geführt hat, dass Kriege nicht mehr so wahrscheinlich waren. Ich würde denken, dass man das durchaus sagen kann für die Europäische Union, für Europa seit den 50er Jahren, dass die immer stärkere wirtschaftliche Verflechtung ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass wir uns Kriege, die ja in der Historie eine große Rolle gespielt haben, zwischen Frankreich und Deutschland etwa, im Grunde genommen nicht mehr denkbar sind. Also wirtschaftliche Verflechtung kann, weil sie dann auch Auswirkungen hat auf das, was menschlich und politisch passiert, ein großer Faktor sein, um Frieden zu schaffen. Wirtschaftliche Verflechtung kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben. Und Handel kann den gegenteiligen Effekt hervorrufen, nämlich dass es dazu führt, dass die eine Seite sich von der anderen Seite übervorteilt sieht, dass eine Seite das Gefühl hat, sie wird durch die wirtschaftliche Verflechtung, durch den Handel benachteiligt. Ein Beispiel dafür ist die Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Ich will nicht behaupten, dass der Erste Weltkrieg
durch wirtschaftliche Verflechtung hervorgerufen worden ist. Aber insbesondere die Interessen der Montanindustrie, der Kohle- und Stahlindustrie und dass die deutsche Kohle- und Stahlindustrie das Gefühl hatte, die französische Kohle- und Stahlindustrie übervorteilt sie. Und es ist so, dass zwar es viel Handel gibt, aber dieser Handel vor allen Dingen den Franzosen dient, hat mit dazu beigetragen, dass man dann in Deutschland gesagt hat, wir müssen diese Felder an Kohle und Eisen in Nordfrankreich und Belgien erobern. Das ist ein wesentliches Kriegsziel. Wenn wir die erobert haben, dann können wir auch unsere Macht weiter ausbauen, sodass also der Handel das nicht gebremst hat zwischen Deutschland und Frankreich, was im Ersten Weltkrieg passierte, sondern vielleicht sogar eher befördert hat. Umgekehrt ist es auch so, dass eine eben Idee, die viele, und das ist bei Ökonomen sehr verbreitet, dass eben Staaten, die sehr verflochten sind miteinander, die sehr viel Handel miteinander treiben, dass die doch eigentlich kein Interesse daran haben können, Krieg gegeneinander zu führen, weil das dem Handel schadet. Prinzipiell richtig. Wie ich vorhin ausgeführt habe, Krieg ist immer aus wirtschaftlicher Sicht ein Verlustgeschäft. Das heißt, der Handel wird immer kleiner sein und minimiert, nur wenn eben der Krieg befördert wird durch Partialinteressen, durch Interessen von Menschen, die vielleicht profitieren von einem solchen Krieg oder die eine andere Kosten-Nutzen-Rechnung haben, die nicht nur jetzt auf die Gewinne aus dem Handel zielt, dann nützt einem das nicht. Und das sehen wir eben auch historisch. Wir haben durchaus Kriege auch gesehen, eben zwischen hochverflochten, miteinander verflochtenen Staaten. Ich nannte das Beispiel Erster Weltkrieg. Man kann aus Afrika auch Beispiele nennen, aus dem letzten Jahrhundert, etwa zwischen Krieg zwischen Tansania und Uganda, die auch wirtschaftlich sehr verflochten waren, die dann Krieg gegeneinander geführt haben. Also wenn die Menschen sehr rational handeln, wenn sie sich sehr orientieren an dem, was wirtschaftlich wichtig ist, dann würde ich auch sagen, ist die Verflechtung ein wesentlicher Hinderungsgrund für den Übergang von Konflikten in Krieg. Aber wenn andere Kalküle eine Rolle spielen, und das ist leider häufig so, dann ist auch eine starke wirtschaftliche Verflechtung keine Garantie dafür, dass nicht zwischen den wirtschaftlich verflochtenen Staaten Krieg geführt wird. Eine weitere Frage. Was versteht man unter europäischer Sicherheit und Sicherheit allgemein? Sicherheit, Englisch Security, Lateinisch sine cura, heißt ohne Sorgen zu leben. Das heißt ohne Krieg, ohne Bedrohung und ohne die Gefahr der Auslöschung oder ohne schwerwiegende Zerstörungen zu leben. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Frage ist, wie kann man Sicherheit herstellen? Und da gibt es eine Inflation dieses Begriffes. Da gibt es natürlich dann mehrere Ebenen, die kann man jetzt sozusagen waffentechnisch beschreiben. Nukleare Waffen, Massenvernichtungswaffen zerstören eben Länder und sind deswegen eine potenzielle Bedrohung. Der Einsatz solcher Waffen erfolgt ja nicht täglich, so wie der Einsatz von konventionellen Waffen, von Kleinwaffen, von Mörsern, Granaten. Wir sehen auch jetzt wieder in der Ukraine-Krise, wie schon darauf hingewiesen, ist es eher ein klassischer Panzer- und Artillerieangriff. Experten haben vor 5 bis 10 Jahren das noch ausgeschlossen, dass sich Staaten auf diese Art und Weise gegenüberstellen können. Überhaupt Kriege ausgeschlossen gegenüber Staaten, weil viele Kriege eben nichtstaatliche Kriege sind, in denen ganzen Debatten über den War on Terror geht es ja eher um nichtstaatliche Akteure, die allerdings auch teilweise potente Waffen geliefert bekommen, was natürlich dann das Problem des Waffenexportes und Waffenlieferung und von der heimlichen Unterstützung oder der offenen Unterstützung von Konfliktparteien auf das Tablett bringt. Und auch hier haben wir wieder wirtschaftliche Interessen, auch hier haben wir politische Interessen, dass man eben nicht selber kämpfen will, sondern lieber andere Milizen und so weiter unterstützt. Also auch das ist übrigens ein Forschungsfeld der Sicherheitsakteure. Aber zurück zu der Frage der Sicherheit, die kann eben vielfältig und die wird von Staaten vielfältig beantwortet. Und wo eine Bedrohung ist, da gibt es dann auch diejenigen, die sagen, wir müssen diese Bedrohung konterkarieren im Falle der Nuklearwaffen, die ja offensive Waffen sind und eigentlich die Zerstörung von Städten
aber auch von militärischen Zielen in Kauf nehmen, hat man dann technisch gesagt, wir müssen eben mehr Sicherheit schaffen, indem wir sie entweder vollständig abrüsten. Wir hatten diese Debatte mal unter Obama, eine Welt ohne Nuklearwaffen. Und die andere, eher technologisch orientierte Fraktion hat gesagt, wir brauchen Raketenabwehr. Wir müssen eben, falls Diplomatie nicht funktioniert, auch in der Lage sein, auf uns zukommende Sprengköpfe, die übrigens auch Chemiewaffen und biologische Waffen enthalten können, abschießen können. Das ist dann eine technologische Verteidigung, wenn man so will, von denen die Wissenschaftler immer gewarnt haben, weil es eine sehr illusionäre Form ist, die nicht gut funktioniert, die ein Gegner umgehen kann. Das heißt, die Antworten sind tatsächlich vielfältig und sie sind auch in Gesellschaften vielfältig. Die einen Staaten geben mehr aus, die anderen weniger, die einen favorisieren eben Abschreckung. Abschreckung ist eben der Versuch, wenn ich angegriffen werde, den anderen angreifen zu können. Das kann man konventionell tun, das kann man nuklear tun. Man kann verhindern, dass der andere überhaupt zu seinen Zielen kommt. Das ist dann eine präventive Form von Kriegsführung. Auch das gehört zu einem Sicherheitskalkül hinzu. Also diese Debatte läuft weiter, wird stimuliert durch Wirtschaft, Kriege, Technologien seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger. Wir wollen auch mal die UN ins Spiel bringen, die ja versucht hat, auch Antworten darauf zu geben. Auch in Europa gibt es die kleine Version, die OSZE, die versucht hat, darauf Antworten zu geben und die Sicherheit eben kooperativ zu gestalten. Eber Bahr hat das mal Common Security, gemeinsame Sicherheit genannt und darauf verwiesen, dass im Atomzeitalter eigentlich alle im selben Boot sitzen, denn am Ende sind alle Seiten tot. So gesehen musste man Schritte finden und das ist Rüstungskontrolle, das ist Vertrauensbildung, das ist Transparenz, das ist Nicht-Weiterverbreitung, das sind all die Fachworte, die dazu genutzt werden und Institutionen gegründet haben, die so etwas verifizieren können. Das ist auch eine mögliche Antwort, eben eine nicht-militärische Antwort, sei es in Bezug auf präventive Diplomatie, Ausgleich, auch wirtschaftlichen Ausgleich. Das war das, was Sie gerade auch beschrieben haben, die Hoffnung, man nennt das ja kurz inzwischen Wandel durch Handel, dass man eben, wenn man mit dem Gegner eben viel Handel betreibt, dass der einen da nicht angreift. Im Falle von Russland ist das eindeutig schiefgegangen, keine Frage. Zuerst für die armen Ukrainer, muss man dazu sagen. Und bei einer Eskalation, die durchaus möglich erscheint, aber hoffentlich von beiden Seiten nicht gewollt ist, dann weiterführen kann, aber dann auch die Hoffnung beinhaltet, dass man so einen Krieg dann irgendwo auch begrenzen kann. Also das ist einmal ein schwieriges Spiel, eine Balance, in dem Diplomatie, Militär, Wirtschaft eigentlich letztlich immer Hand in Hand geht. Vielleicht, wenn man jetzt auch nochmal auf das Thema schaut, gibt es eigentlich wir haben ja die Konfliktforschung auch als Thema oder das Lösen von Konflikten. Gibt es eigentlich nicht eine Blaupause, aber eine Idee, wie man diesen Konflikt jetzt auch wieder lösen kann? Das Problem ist, dass wir einen Krieg haben. Einen Krieg haben, dessen weiteres Fortschreiten wir nicht kennen. Möglicherweise kommt es sehr schnell zu einem Waffenstillstand, das wäre zu hoffen. Möglicherweise dauert der Krieg noch länger. Und selbst wenn der Krieg länger dauert, wissen wir nicht, wie er endet. Es kann sein, dass irgendwann der ukrainische Widerstand so stark wird, dass Russland dann sozusagen eine Niederlage eingesteht und die Truppen wieder abzieht. Es kann aber auch sein, dass russische Truppen das ganze Territorium beenden. Die Erfahrung ist, dass das, was nach Kriegen passiert, sehr stark davon abhängt, wie Kriege enden. Man kann drastisch sagen, es gibt auch in der Friedens- und Konfliktforschung Menschen, die das so sehen, dass Kriege auch nur eine Art von Kommunikation sind, eine blutige Art von Kommunikation, aber eine Art von Kommunikation. Und dass eben das, was Götz auch schon angesprochen hat, viele andere Elemente, Diplomatie, Handel, auch als eine Art von Kommunikation anzusehen sind und insgesamt dann das ein Machtgleich oder Ungleichgewicht ergibt.
Und dieses Macht- oder Ungleichgewicht dann darüber entscheidet, wie denn Lösungen möglich sind. Dass also ein vorher jetzt überlegen, ob jetzt zum Beispiel es den Frieden bringen würde, wenn man bestimmte Territorien, wenn die Ukraine bestimmte Territorien auf Zeit oder auf Dauer sozusagen an Russland abtritt, ob das Frieden bringt. Das kann man überhaupt nicht beurteilen, weil im Moment eben nicht klar ist, aus meiner Sicht jedenfalls, wie das Kriegsgeschehen sich entwickelt, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das nicht ein Zugeständnis von der ukrainischen Seite ist, was ihnen überhaupt nichts nützt, weil die russische Seite dann trotzdem den Krieg weiterführt und man möglicherweise die eigene Verhandlungsposition schwächt. Also insofern sind solche Lösungen in solchen sehr, man kann sagen, flüssigen Situationen des Krieges ganz schwer irgendwie vorherzusagen oder auszuarbeiten. Ich würde ergänzen wollen, und das fußt ein bisschen aus den Erfahrungen, die PACWASH, eine internationale Organisation, die 1957 gegründet worden ist, basiert auf dem Russell-Einstein-Manifest, in dem man aufgerufen hat, das Wettrüsten zu beenden. Es hat dann lange gedauert, ehe das beendet worden ist. Auch das muss man realistischerweise sagen. Und jetzt stehen wir gewisserweise vor einem Scherbenhaufen, weil Elemente, die es während des Kalten Kriegs gegeben hat, wieder zurückkehren. Dass es gerade eine Spezialität von PACWASH war, vertraulich hinter den Kulissen, also nicht in der Öffentlichkeit, Konfliktparteien zusammenzubringen und zu einem gewissen Ausgleich zu führen. Und hier in diesem Falle Ukraine gibt es ja Vorschläge, die man ja auch aus Interviews entnehmen kann, dass Russland bestimmte Forderungen stellen wird. Wir wissen, und das ist wichtig zu wissen, was Michael gerade gesagt hat, dass es darauf ankommt, was ist eigentlich dann der Status quo, wenn die Kriegshandlungen beendet sind. Dann wird man natürlich selber erstmal über die Zukunft der Ukraine verhandeln. Wer tut das? Mit welchem Interesse tut man das? Und die Forderungen von Russland nach einem Waffenstillstand, einem echten Waffenstillstand, einem robusten Waffenstillstand, also einem Schweigen der Waffen auf lange Zeit, ist die Anerkennung der Krim, die Anerkennung von den abgespalteten Republiken, wobei es viele Gründe gibt, zu sagen, das ist alles im Grunde genommen unakzeptabel, aber letztlich muss das die ukrainische Regierung natürlich bei Verhandlungen wissen. Dann steht die Frage der Demilitarisierung auf dem Programm, das heißt, wie viele Streitkräfte bleiben übrig, wenn Putin das haben will als Vorfeld, in dem er zu jeder Zeit wieder intervenieren kann, ist das eigentlich souverän? Also bleibt die Souveränität der Ukraine bestehen oder nicht? Wer garantiert die? All das sind wirklich Fragen, die im Augenblick keiner beantworten kann, aber ich bin sicher, dass hinter den Kulissen darüber gesprochen wird und dass es dort Möglichkeiten gibt, dass ist aber von uns nicht sozusagen diktierbar, sondern nur rationalisierbar. Vorschläge kann man machen, letztlich müssen das die Akteure entscheiden. Und die Frage bleibt, wer sind eigentlich die Akteure und welche Interessen haben sie wirklich? Was sind sie bereit abzugeben? Wir wollen nicht vergessen, dass diese Invasion völkerrechtswidrig im höchsten Maße ist. Dass über 140 Staaten in der UN-Generalversammlung Russland dafür verurteilt haben. Und wann gibt es eine Einsicht bei den Herren mit den blutigen Händen, dass sie nicht hier weiterkommen und dass sie eben wirklich auch ernsthaft vor einem Kriegsverbrecher-Tribunal enden? Auch das ist ein Problem. Kann man mit jemandem eigentlich verhandeln, der Kriegsverbrecher ist, und kann man eigentlich mit einer Regierung verhandeln, die lügt, augenscheinlich lügt? Das sind alles wirklich ernsthafte Probleme und da muss man durch diesen Dickicht durchkommen, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden oder noch fürchterlicher ihn nicht eskalieren zu lassen. Auch das ist im Augenblick wirklich das Gebot der Stunde, dass man schaut, dass Provokationen hier nicht dazu führen, dass die NATO tatsächlich involviert wird. Wir wollen nicht vergessen, dass der US-Präsident von der Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs gesprochen hat. Und ich glaube nicht, dass man das leichtfertig in den Mund nimmt. Das heißt, wir haben alle Hände voll zu tun, überhaupt die Kriegslogik erstmal wieder im Augenblick zu stoppen.
gleich eine weitere Frage an Sie. Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien im jetzigen Konflikt? Was ich mitbekomme, ist, sind die Medien sehr polarisierend? Und da frage ich mich, was ist im Moment die Verantwortung der Wissenschaft in dem Konflikt? Das Geschäftsmodell der westlichen Medien ist, Erregung zu erzeugen. Das ist problematisch, das sieht man bei jedem Krieg, dass hier auch oft Hypes erzeugt werden. Das ist natürlich eine Chance für die Wissenschaft selbst, diese Dinge gerade zu rücken. Und die Frage ist, ob die relevanten Wissenschaftler gefragt werden. Was die Verantwortung der Wissenschaft angeht, die VDW ist ja auch hier eine wichtige Organisation, so können Wissenschaftler natürlich Statements abgeben. Statements werden aber auch oft nicht gelesen, nicht abgedruckt, ignoriert. Trotzdem ist es ihre Pflicht, beizutragen mit ihrem Fachwissen zu der aktuellen Debatte, sie in gewisser Weise zu versachlichen. Das ist vielleicht eine Sisyphus-Arbeit, aber ich glaube, das muss man tun. Und ich habe auch noch durchaus einen gewissen Optimismus, dass die Wahrheit am Ende auch in den Medien akzeptiert wird, zumindest auf westlicher Seite. In Russland ist das ja nun schon lange nicht mehr der Fall, muss man auch ganz klar sehen. Und ich glaube, die Beobachtung, dass die Medien sehr enttäuscht sind von Russland, ist ganz richtig. Und diese Enttäuschung führt dann auch vor allen Dingen angesichts der schrecklichen Bilder, die man jeden Tag in die Wohnzimmer lassen muss, dann zu Frustration und auch zu Verurteilung. Und es fällt schon auf, erstens, dass diejenigen, die jetzt interviewt werden, eigentlich nur noch pensionierte Generäle sind. Wobei ich sagen muss, das meiste teile ich sogar, was diese Leute sagen. Und sie sind aufgeklärte Militärs. Das ist mal ein gutes Zeichen. Aber ich finde teilweise, ist die Verantwortung der Reporter? Und da finde ich Überschreitungen an der Tagesordnung, sowohl bei Talkshows, in der Wortwahl, in der Zielrichtung der Frage, als auch in der Einschätzung der Situation. Ich will mal etwas paraphrasieren und sagen, zur Fußball-Weltmeisterschaft, da haben wir irgendwo ganz viele Bundestrainer, dann hatten wir ganz viele Virologen und jetzt haben wir eine ganze Masse Strategieexperten, auch Reporter, von denen ich gar nicht wusste, dass sie etwas davon verstehen. Und ich finde, da überschreitet man hier und dort tatsächlich sein Mandat. Ich glaube, Reporter haben auch die Verantwortung, in erster Linie erstmal über die Ereignisse zu berichten. Wenn man natürlich irgendwo in der Ukraine steht und das tägliche Leid sieht, kann ich verstehen, dass man nach einer Flugverbotszone ruft. Aber man muss auch eine Verantwortung haben und überlegen, was das eigentlich bedeutet. Und auch Reporter müssen sich informieren. Und ich stelle fest, auch bei den Interviewanfragen, dass meistens die Reporter überhaupt gar nicht mehr informiert sind. Und das stellt die Frage, wie gut ist eigentlich das sicherheitspolitische und friedenspolitische Wissen in den öffentlichen Medien? Und ich rede hier wirklich von den öffentlichen Medien. Ich verfolge nicht so sehr, was die privaten Sender tun. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass die sachlicher berichten inzwischen als die öffentlichen Medien. Ich bin unzufrieden mit den von uns bezahlten öffentlichen Medien. Das muss ich sagen. Es hat keine Brennpunkte gegeben, wo ich mich nicht hier oder dort mal aufregen musste. Was nicht weiter schlimm ist, das muss man verstehen in dieser Kriegssituation. Aber das zeigt deutlich, dass auch wir nicht mehr hundertprozentig rational und klar gut informiert sind in einer Kriegssituation. Vielen Dank für Ihre Antwort. Deutschland reagiert ja auch vor allem mit Sanktionen auf den aktuellen Konflikt. Und da wäre meine Frage, welche Risiken Sanktionen eigentlich mit sich bringen und welche Nachteile es da gibt. Ja, Sanktionen, da kann ich gerne was zu sagen. Sanktionen sind ein problematisches Mittel, muss man sagen. Erstens, weil Sanktionen können eigentlich nur diejenigen verhängen, die in einer machtvollen Position sind. Sanktionen, die von Staaten oder auch zum Beispiel internationalen Organisationen wie Vereinten Nationen verhängt werden, wo es überhaupt keine Machtposition gibt, bringen eigentlich nichts. Machtposition kann allerdings auf verschiedenen Ebenen sein. Und das, was klassisch ist, ist sozusagen die wirtschaftliche Macht. Das heißt, wer eben
durch die Beendigung oder Beschränkung des Handels oder der Investition einem anderen Staat schaden kann und möglichst dem anderen mehr schaden als sich selbst, der hat damit eine Machtposition, die die andere Seite möglicherweise in ihrem Kalkül, ob man jetzt zum Beispiel bewaffnete Gewalt initiieren soll oder nicht, beeinflussen kann oder auch zu einer Kriegsbeendigung mit beitragen kann. Das ist der erste Punkt. Und die Frage gegenüber Russland, um aktuell, um das Beispiel aufzunehmen, ist eben, dass wir zwar eine Machtposition haben, wenn es darum geht, zum Beispiel bestimmte Oligarchen, Sanktionen gegen bestimmte Oligarchen auszusprechen und deren Aktiva, deren Häuser und Schiffe und so weiter zu konfiszieren. Aber die Frage ist zum Beispiel, wenn es um die Lieferung von Öl und Gas geht, haben wir da wirklich eine Machtposition? Oder ist es nicht eher umgekehrt, dass Russland diese Machtposition hat, indem sie dann sagen, okay, dann kriegt er eben kein Öl und Gas mehr und wir das vielleicht bis zum nächsten Winter durchhalten, aber dann bettelnd in Moskau anfragen, liefert uns doch bitte wieder Öl und Gas, was natürlich ganz fatal wäre. Also insofern, Sanktionen kann man nur da machen, wo man eigentlich eine Machtposition hat. Der zweite Punkt, der zu sagen ist, Sanktionen sind eigentlich eine Maßnahme, Politikmaßnahme, die in einem Rechtsstaat problematisch ist. Weil hier verkündet eine Regierung, das wird jetzt so gemacht. Und jetzt kann dann derjenige, der dann sanktioniert ist, sei es ein Staat, sei es eine Person, hinterher versuchen zu sagen, nee, das ist aber jetzt unrechtmäßig. Ich bin zum Beispiel gar kein Oligarch oder ich bin vielleicht ein Oligarch, aber ich habe schon lange irgendwie mit Putin gebrochen. Aber erstmal ist die Person, sind die Schiffe und Häuser und so weiter dieser Person eingefroren. Deswegen muss man bei Sanktionen, gerade auch gegenüber Personen, vorsichtig sein, dass man nicht sozusagen rechtsstaatliche Prinzipien erstmal außer Kraft setzt und sehr gut begründen. Und nicht einfach nur, weil man denkt, diese Person ist doch mal auf dem Foto mit Putin erschienen. Deswegen ist es bestimmt ein Verbündeter von Putin, sondern das muss schon gut recherchiert und dann letztendlich, weil es dann doch eben rechtliche Möglichkeiten gibt, auch gegen Sanktionen zu klagen, vor Gericht beweisbar sein. Der dritte Punkt ist, man darf nicht glauben, dass Sanktionen immer die Wirkung haben, die man gerne hätte. Sanktionen haben erstmal die Wirkung, die man selber bestimmen kann. Also im Falle etwa des Einfrierens von Guthaben oder Schiffen oder Konfiszieren von Schiffen und so weiter, dann sind die weg. Dann haben diejenigen, die sanktioniert sind, nicht mehr die Verfügungsgewalt. Oder was wir jetzt machen gegenüber Russland, dass wir sagen, bestimmte Banken dürfen keine internationalen Geschäfte mehr abwickeln. Dann können die keine internationalen Geschäfte mehr abwickeln. Das schadet wahrscheinlich auch ihren Geschäften und ihren Gewinnen und so weiter. Aber ob das dann den politischen Zweck erfüllt, den man gerne hätte, das Ziel zum Beispiel dann der Verhaltensänderung, dass im Moment zum Beispiel Russland, Putin entscheidet, ich beende den Krieg in der Ukraine oder längerfristig auch zu sagen, ich bin mit einer Lösung der Ukraine-Krise zufrieden, die eher der Position der ukrainischen Regierung entspricht als dem, was ich mal gefordert habe. Das hängt eben von einer Reihe von Faktoren an und bringt uns wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs, nämlich wie rational ist das Kalkül in Moskau? Wie werden die Kosten und die Nutzen bewertet? Offensichtlich haben die Sanktionen Kosten. Das sehen wir jetzt ja schon in Russland. Der Rubel, der Wert des Rubels ist gesunken, die russische Börse ist massiv in den Keller gegangen. Also sind diese Kosten so groß, dass das, was Putin und seine Verbündeten glauben zu gewinnen durch den Krieg, sind diese Kosten so viel höher, dass dann eben eine Verhaltensänderung eintritt. Kommt hinzu, Sanktionen natürlich auch immer abhängig sind als vierter Punkt von den Gegenmaßnahmen desjenigen, der sanktioniert wird. Ist Russland in der Lage, jetzt das, was der Westen macht, auszugleichen, zum Beispiel durch Erweiterung der Geschäfte mit anderen Staaten, China, Indien und so weiter. Ist das so, dass vielleicht Russland sogar wirtschaftlich zumindest teilweise profitiert, weil statt dass man Waren im Westen kauft, man die jetzt selber im eigenen Land produziert? Kann Russland das überhaupt? Also das sind Dinge, wo man aus Erfahrung mit anderen Sanktionen sagen muss, die unmittelbare Wirkung von Sanktionen tritt in vielen Fällen ein. Das heißt, es gibt tatsächlich zum Beispiel dann eben wirtschaftliche Schäden. Aber diese Verhaltensänderung, die man gerne hätte, tritt eigentlich nur in einem Drittel ungefähr der Fälle ein.
Nun ist natürlich immer die Frage, ein Drittel, ist das viel oder wenig? Ist das also etwas, wo man sagt, okay, wir erwarten, dass bei Russland das so ist, dass es bei dem Drittel ist, wo Verhaltensänderung eintritt, oder in dem anderen Drittel, in den anderen zwei Dritteln, da kann man noch Prognosen darüber machen, was bei Russland wahrscheinlicher ist, aber letztendlich ist es ein Versuch, dessen Erfolg keineswegs garantiert ist. Götz, wolltest du noch was sagen? Oder es war eine Zustimmung signalisieren? Weil ich würde jetzt auch in Anbetracht der Zeit letztendlich gerne in die Schlussrunde gehen und mit zwei Fragen. Und auf der einen Seite denke ich, also ich habe ja das Glück gehabt, eigentlich in einer Welt aufzuwachsen, in der ich vor allem Angst um den Klimawandel hatte und gedacht, dass Frieden und Sicherheit eigentlich keine so große Bedrohung ist, oder auch selbst Pandemien hatte ich nicht gedacht, dass die uns irgendwann beeinflussen könnten. Gelernt habe ich, dass es doch ganz anders ist. Und deswegen eigentlich auch in der langfristigen Perspektive, wenn ihr jetzt Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wärt, gäbe es Dinge, die ihr tun würdet und sagen, das muss man eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt, um die Krise jetzt zu lösen, sondern wirklich grundsätzlich die Dinge aufzusetzen, dass die Welt wieder friedlicher und sicherer wird? Herr Götz fängt an. Ja, weil ich der Älteste bin und es unwahrscheinlich ist, dass ich je Bundeskanzler werde. Nein, ich glaube, mein erster Direktor im Institut war Egon Bahr, der diese Woche 100. Geburtstag feiern würde. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass man realpolitisch vorgeht und keine Pipe Dreams haben sollte, dass man also vom Hier und Jetzt ausgehen würde. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, was müsste der jetzige Bundeskanzler tun, abgesehen davon, dass alle Mittel der Tatsache gelten sollten, diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, die Unterstützung und den Aufbau der Ukraine in die Wege zu leiten, eine europäische Aufgabe, nicht nur eine deutsche Aufgabe. Ich glaube, was ich wirklich als gescheitert ansehe, ist die Suche nach einem funktionierenden europäischen Sicherheitsmodell. Egon Bahr hat mal gesagt, Russland ist unverrückbar und die USA sind unverzichtbar. Wir müssen in dieser neuen Weltordnung dafür sorgen, dass keine Kriege in Europa wieder auftreten. Dazu muss man den jetzigen Krieg verarbeiten. Man braucht also eine sehr gute Evaluation dessen, was jetzt tatsächlich vorgegangen ist. Man muss aber auch, und ich würde dann im Planungsstab einen Kreis gründen, der eine solide europäische Sicherheitsarchitektur und Friedensarchitektur etabliert, um Vorschläge zu erarbeiten, damit so etwas, wie es jetzt passiert ist, nicht nochmal wieder vorkommt. Also ich würde schon nie Bundeskanzler werden wollte und auch auf jeden Fall nicht mehr werde, aber schon eine größere Vision versuchen jedenfalls vorzuschlagen, vielleicht als Beraterin oder Berater. Denn ich denke, was Götz Neuneck vorhin einmal gesagt hat, nämlich, dass es ein Rückfall ins 19. Jahrhundert ist, was wir aktuell erleben, das ist aus meiner Sicht völlig richtig. Das ist völlig aus der Zeit gefallen, im Grunde genommen. So tragisch das ist. Und was Maria Reinisch eben erwähnt hat, nämlich den Klimawandel, die Pandemien, die Armut in der Welt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir also nicht zuletzt aufgrund auch der aktuellen Pandemie eine Vergrößerung der Welt, des weltweiten Hungers erleben. Die sind so groß, diese Probleme, dass sich mit Militär zu versuchen, einen anderen Staat einzuverleiben, sowas von unsinnig ist, dass eigentlich das weltweit auch so gesehen werden müsste. Und es wird ja auch so gesehen. Und insofern würde ich beinahe eben dann wirklich etwas ganz Großes versuchen, nämlich zu sagen, wir brauchen eine sozusagen Fundierung der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen, so wie sie jetzt sind, haben offensichtlich nicht das erreicht, was wir eigentlich brauchen.
Wir brauchen eine Neufundierung. Es gibt gewisse Ansätze dazu, etwa was in den USA versucht worden ist mit dieser Allianz für die Demokratie, aber das greift zu kurz. Denn nicht alle Staaten verstehen dasselbe unter Demokratie wie wir. Und dass, wenn wir nur die Staaten, die denselben Demokratiebegriff haben wie wir, damit einschließen, dann werden ganz viele Staaten da nicht mitmachen und auch Menschen nicht mitmachen, die in solchen Staaten leben. Das heißt, das wäre mein Wunsch, zu sagen, also lass uns nachdenken über den aktuellen Herausforderungen, die wirklich riesig sind, angemessene neue Form der weltweiten Organisation unserer Staaten versuchen, darüber zu diskutieren zumindest. Ja, danke. Rita, und welche Ideen hättest du? Du wärst ja dann die jüngste Bundeskanzlerin. Als Bundeskanzlerin würde ich für Aufklärung sorgen, dass Kriege nicht zwingend etwas mit verrückten Politikern zu tun haben, sondern Kriege im Wesen des Kapitalismus liegen, in der Regel als Folge von Konkurrenzkämpfen zwischen kapitalistischen Staaten. Und ich würde dafür sorgen, dass wir uns ein neues Wirtschaftssystem überlegen, wo Wettrüsten nicht mehr notwendig ist. Jetzt vielleicht zusammengefasst in einem Satz. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit? Ich habe gelernt, dass für Friedens- und Konfliktforscher die Zeiten zwischen den Kriegen besonders spannend sind und dass wir eine neue Friedensbewegung brauchen, eine Art Fridays for Frieden. Herzlichen Dank für das Gespräch, für die Hintergrundinformationen zu diesem so wichtigen, so relevanten und so komplizierten Thema wie Frieden und Sicherheit in Europa. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben in den Shownotes auch noch weitere Informationen hineingestellt und verknüpft. Und ganz im Sinne von Götz Neuneck möchte ich einfach auch noch mich anschließen, Verantwortung zu übernehmen, denn Frieden und Sicherheit gelingt nur gemeinsam. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit, Frieden und Sicherheit und bis zum nächsten Podcast. Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.